Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem weiteren Part von Inner Space, extra auf Wunsch von Silas. Genau, ich habe jetzt schon seit längerem keinen neuen Part mehr rausgebracht, aufgrund, dass einfach zu viel andere Spiele gerade auf meinem Kanal am Laufen sind, die mich halt gerade mega fesseln sozusagen, ne? Vor allem jetzt Kingdom Come Deliverance, aber ich habe natürlich überhaupt kein Problem damit, extra noch ein paar Parts aufzunehmen, beziehungsweise vielleicht auch noch das Spiel zu beenden, nebenbei, wenn mir mal ein bisschen Zeit übrig ist, um, ja, wie gesagt, das Spiel zu beenden. Ich bin nur gerade am Überlegen, jetzt gerade, wo wir hier stehen geblieben sind, ich glaube, wir sind am Ende des letzten Parts nicht mehr groß weitergekommen und, ja, jetzt müssen wir einfach mal herausfinden, was wir hier als nächstes machen. Genau. Ich muss mich gerade noch mal ein bisschen an die Steuerung erstmal wieder gewöhnen, weil die ist ja hier so gewöhnungsbedürftig. Aber ja. Ich denke, ich fange auf jeden Fall mal damit an, ein bisschen Wind zu sammeln hier. Warum auch immer, aber ich glaube, das kann man halt wirklich gut gebrauchen. Beziehungsweise man kann auch gut, sag schon, die Wege folgen, indem man, also beziehungsweise dem Wind folgen, um Wind zu finden. Beziehungsweise um den richtigen Weg zu finden. Kann man dem Wind folgen, so rum. Genau, jetzt haben wir es endlich. Ich kann auf jeden Fall nicht versprechen, dass ich gerade ein, zwei Tage später den nächsten Part raushauen kann, aufgrund, dass ich die anderen Videos alle schon vorproduziert habe und ich wirklich nicht zu viele Videos an einem Tag hochladen will. Das ist natürlich nicht gut. Ich will die Maximalgrenze bei wirklich zwei eigentlich lassen. Und, aber ich denke, dass ich ab und zu immer mal wieder einen Part machen kann. Das auf jeden Fall. Genau. Aber wie gesagt, ich muss jetzt mal herausfinden, was wir jetzt hier als nächstes machen können. Außer nur dumm durch die Gegend zu fliegen, weil, das hilft uns allen ja nicht weiter. Ich gehe mal nach oben. Das bringt ja nichts. So. Was können wir noch machen? Ich weiß, dass wir das letzte Mal durch das Portal geflogen sind. Aber mehr war das dann halt auch nicht gewesen. Wir haben da ja den ganzen Wind eingesammelt und konnten dann da irgendetwas aktivieren. Was das war, wusste ich dann ja irgendwie auch nicht. Es klappt. Aber ja, ich habe mal in einem anderen Video nachgeguckt und der hatte irgendwie unter Wasser irgend so einen Fisch oder so gefunden, der da rumgeschwommen ist. Aber ich habe keine Ahnung, ob der bei mir auch da ist. Das weiß ich natürlich nicht. Ob hier irgendwas versteckt ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Habe mich aber wieder relativ schnell an die Steuerung gewöhnt. Ich bin ja auch noch genau... Ah, das war gar nicht hier gewesen. Das war... ich bin hier in der falschen Halle. Oder wie auch immer das heißt. Wo war denn das Portal gewesen? Das war in... ein Raum weiter vorne. Genau da hinten ist das Portal. Da fliegen wir schnell mal rein. Genau, das war dort gewesen. Und dann müssen wir mal unter Wasser tauchen und gucken, ob wir da was finden. Voller Gas für raus, meine Freunde. Tippe auf rechte Mausbutton, um den Tauchmodus zu aktivieren. Das kennen wir ja. Halte die linke Maustaste gedrückt, um in der Luft stehen zu bleiben. Was, das will ich mal ausprobieren? Also wenn wir am Fliegen sind? Ah ja, tatsächlich. Ich kann ziemlich in der Luft... Ja, also... Na, also wirklich stehen bleiben kann ich nicht, aber... Ich kann natürlich ganz schön langsam fliegen durch das. Da ist ja wieder der... unser Kollege, aber ich glaube, mit dem haben wir schon geredet, der hat nur gesagt gehabt, wir sollen alleine durch das Portal, der kann uns da nicht folgen. Aber ich möchte jetzt gerne mal gucken, ob der hier unten irgendwo ist. Das kennen wir ja schon, den Typen. Der hat hier irgendwo so einen Fisch gefunden. Schauen wir doch mal. Ups, aufpassen. Guck mal, was ist denn hier? Ah, hier haben wir noch ein Relikt, guckt mal. Ein Relikt gesammelt. Cool. Weihrauch. Verkrümmte Form.
Die Nachfahren der Alten haben darum gekämpft, das Wissen ihrer Vorfahren zu verstehen. Zerbrechliche Fahrzeuge ähnlichen Aussehens sind Beweise für derartige Versuche. Wie war das nochmal gewesen? Jetzt kann ich da irgendwie... Ich glaube, ich muss das bewegen, oder? Genau, hier. Radikale Markierungen. Ah ne, das war hier gewesen. Diese radikalen Muster tauchen auf Denkmälern der Alten auf. Die in ihren Architekturen nur selten vorgekommenen Muster stammen aus alten Glaubensvorstellungen und beschwören die Geometrie der Welt der Alten herauf. Okay. Volle Gas voraus. Also wie gesagt, ich habe ein Video angeguckt und der ist irgendwo hier unten lang getaucht und dann ist da so ein kleiner Fisch lang geschwommen. Warte, was ist das? Da will ich rein. Nein, ich will da rein. Ach. Ich will da rein. Das scheint so ein Durchzug zu sein oder so. Gucken wir doch mal. Habt ihr das gehört? Nee, aber hier ist nichts mehr. Nein, da komme ich raus. Das will ich gar nicht. Ich wollte gar nicht raus. Hätte ich da reinschwimmen sollen? Oh, guck mal, die Dinger kann man natürlich auch... Ich muss mal ein bisschen langsamer fliegen hier. Das ist immer gut, wenn man die durchschneiden kann, glaube ich. Aber weiß nicht, was das bringt. Ich will nochmal unter Wasser. Oh, das ist aber knapp. Natürlich die Frage, ob der jetzt wirklich einfach nur hier unten rumschwimmt oder ob man das natürlich irgendwas aktivieren muss, damit der kommt. Aber ich weiß, da ist so ein kleiner Fisch rumgeschwommen und der hat einem danach dann, wenn man mit dem geredet hat, also wirklich nur ein kleiner, nicht der Sonnenfisch von vorher, der ist einem dann die ganze Zeit gefolgt, also wirklich die ganze Zeit. Ja, aber jetzt, von hier sind wir gekommen, wartet mal. Ich will jetzt mal da oben rein, halt. Sind wir vorher von unten oder von oben gekommen? Scheiße, ich weiß es nicht. Also ich fliege mal hier rein. Ja, hier waren wir schon. Ich kann jetzt höchstens mal da reinfliegen. Nee, da passiert aber nichts. Warte, was ist das da? Wow, da ist ja so ein Fisch. Von wo kommt der denn jetzt? Ja, ganz toll. Passiert ja gar nichts. Ich will mit dem reden. Hä? War der vorher auch schon da? Mann, muss ich in diese blöde gelbe Kugel rein oder was muss ich da machen? Ich will doch mit dem reden. Was? Bleib stehen, Kugel. Nee, nichts passiert. Hä? Wartet, ich muss vielleicht... Ja, ich glaube nicht, dass ich noch mehr von denen durchschneiden muss, oder? Ich will doch nur mit dem reden und irgendeiner schreibt mir gerade. Was ist das hier? Vielleicht muss ich da oben rein? Hier? War der schon vorher? Ah! Junger Gefährte, doch das ist der, ein vertrauter Neuling. Schenkt diesem Gefährten Wind. Brauch 500. Will ich machen. Junger Sonnenfisch, ein junger Gefährte, du bist immer sehr ans Herz gewachsen. Du bist ihm sehr ans Herz gewachsen. Bitte ihn, dich zu begleiten. Oh, das ist es ja. Momentaner Gefährte. Gefährte zurückgeben. Nö, will ich nicht. Ich will ihn jetzt hier behalten. Oh, guck, das ist das, was ich meine. Und was bringt mir das? Jetzt gehen wir mal unter Wasser. Und ja, der ist weg. Der ist weg. Und was hat das jetzt gebracht? Kommt der wieder, wenn ich nach oben fliege? Ja. Kann man mit ihm reden oder irgendwie? Ist da jetzt was aufgegangen? War das schon vorher so? Nein, ich will langsamer, nicht schneller. Mann, das ist mir alles zu schwierig. Also die Steuerung ist manchmal echt gewöhnungsbedürftig. Immer noch gewöhnungsbedürftig. So. Hä? Ich kann mich an das ganze Zeug hier gar nicht mehr erinnern. Ich rede mal mit dem Typen da, mit unserem Kolleg.
Gucken, ob der uns was zu sagen hat. Wir könnten ihm ja eh ein Relikt geben. Genau. Relikt liefern. Zurück? Nö, mehr können wir nicht. Das war's. Das was it. Jetzt hat er die Relikte von uns gekriegt. Cool. Da freut er sich. Ob wir jetzt den Fisch... da wollte ich jetzt eigentlich gerade rein. Okay. Ob wir... Hä? Aua. Wieso ist denn da jetzt nochmal so ein Typ? Wartet mal. Das war doch... Sind wir jetzt im Kreis geflogen? Oder ist der jetzt nur so schnell gewesen? Ups, Entschuldigung. Mann, das ist aber auch groß hier. Guck mal, da hinten ist noch überall Wind einzusammeln. Aber was bringt mir denn der kleine Gefährte? Sagt mir aber auch gar nichts, der ist so ruhig. Ja, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Das ist alles so groß hier und so unübersichtlich, in dem hier alles auf dem Kopf steht. Verwirrt mich ein klein bisschen. Und was ist das dann nochmal gewesen? Konnte ich da dagegen fliegen? Hä? Was war das denn da nochmal? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Dass ich vielleicht eine bestimmte Anzahl am Wind auch hier sammeln muss? Aber haben wir ja um den... Was war denn das jetzt? Schon wieder so ein Krach. Ich denke immer, da passiert irgendwas Interessantes. Genau hier irgendwo kommt dieses Geräusch her. Ja, was denn? Ah, das da geht auf jetzt. Ging das schon vorher auf? Oder jetzt nur da, wo ich den Fisch habe? Wir fliegen mal hier durch. Und das heißt, was? Ich kann ja auch noch stehen bleiben. Nee, wirklich. Oh, das ist nicht so gut. Ja, kleiner Fisch, sag uns doch mal, wo wir lang sollen. Ja, es ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt, dass wir jetzt den Fisch gekriegt haben. Aber das sagt mir jetzt auch nicht viel mehr. Oh, da kann man durchfliegen. Wow. Gut. Und hier, was ist das hier? Ui. Ich weiß es nicht. An das konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, das letzte Mal. Komisch. Und das da? Sieht aus wie so eine Kanone. Oh. Ja, wir haben schon über 1500 hier. 1600. Aber ich will nicht wieder die ganze Folge nur Wind sammeln. Ich will mal, dass das weitergeht hier. Von unter Wasser, der verschwindet ja, wenn ich jetzt unter Wasser tauche. Ja, das kennen wir schon. Dass ich vielleicht trotzdem unter Wasser tauchen sollte? Wer hat mir überhaupt geschrieben? Jo. Schauen wir doch mal. Ich tauche trotzdem unter Wasser. Ne, jetzt ist er wieder weg. Ich dachte, er wäre jetzt noch da. Und da ist nur unser Freund. Komisch, Leute. Alles ein bisschen komisch. Ich glaube fast, ich werde erstmal nochmal dann nachgucken müssen, wie es weitergeht. Ansonsten fliegen wir ja nur die ganze Zeit... wartet mal. Fliegen wir ja nur die ganze Zeit wahllos durch die Gegend. Und das bringt uns ja allen nichts. Das bringt mir nichts und das bringt euch nichts.
Da sind wir uns doch hoffentlich einig. Hä, das Ding strahlt aber jetzt so einen Strahl aus und das war vorher nicht so, oder? Der Strahl, der zeigt jetzt dahin und hat das Tor aktiviert. Es kann natürlich sein, dass wir da jetzt diese Dinger da durchschneiden müssen, da. Gucken wir doch mal. Ich will langsamer, nicht schneller. So, ein bisschen drehen. Da hat es noch welche. Schön in der Mitte. Ah, super. Also da haben sie sich was gedacht mit dem Spiel, dass man da alles, also wirklich von Grund auf selber herausfinden muss. Wird der Strahl jetzt irgendwie stärker oder so? Nicht wirklich, hm? Nee. Hat's da überhaupt noch? Ja, da hat's noch Strahls. Strahle. Strahls. That was it. Mehr ist da nicht mehr. Oder? Nee, mehr ist da nicht mehr. Hm. Oder wir sollen halt wirklich nochmal da rein. Ich weiß es nicht. Wir können höchstens nochmal da hinein. Schauen wir doch mal nach. Gleich gezeigt. Kann natürlich sein, dass wir hier ins Wasser rein springen müssen. Schauen wir doch mal. Hä, wo ist denn unser Begleiter? Ist der jetzt weg oder wie? Oder nur in der Kammer? Oh, Leute. Das bringt uns nicht weiter. Ich glaube, es führt jetzt wirklich erstmal darauf hinaus, dass ich jetzt erstmal nachgucken muss, wie es weitergeht. Ja, ich glaube, ich mache das jetzt. Jo, dann denke ich, dass an der Stelle jetzt erstmal wieder Goodbye heißt. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt noch nachschauen, wie es weitergeht. Und werde die nächsten Tage mich sicher ransetzen und auch noch einen weiteren Part machen. Also da müsst ihr keine Angst haben, meine Freunde. Genau. Und ansonsten würde ich trotzdem sagen, danke, dass ihr bisher geguckt habt und unterstützt mich doch mit einem netten Like oder, also mit einem netten Kommentar und einem Like. Und ihr könnt auch die Videos euren Freunden empfehlen, ein bisschen, dass ich von mehr Leuten einfach auch mal gefunden werde, ne? Und ansonsten würde ich sagen, Leute, nochmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag und ansonsten haltet die Ohren steif, euer Nier. Ciao!